Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und heute ist er zu Gast, der neue Alte. Kasper Bergmann heißt er und den gibt es jetzt immer zu sehen, freitags 20.15 Uhr im ZDF und natürlich in der ZDF-Mediathek. Und ich freue mich, dass er da ist. Thomas Heinze, wie geht's dir und wo bist du? Mir geht's super. Ich freue mich, auch hier zu sein. Wie hast du denn Kasper Bergmann, den neuen Alten, kennengelernt? Naja, über Spielen, so wie man meistens sich an seine Rollen annähert. Über Spielen habe ich den kennengelernt, beziehungsweise war ich natürlich eingebunden in die Entwicklung der Figur. Also da sind auch eine ganze Menge Vorschläge von mir drin. Wir haben da fast ein halbes Jahr drüber gesprochen, bis wir dann so ziemlich diese Figur hatten, wie sie jetzt im Moment ist. Das ist ja nicht üblich, dass man eine Figur mitentwickelt in der Serie, oder? Okay. Aber ich glaube, das ist dem Serienformat geschuldet, weil ich das ja über einen langen Zeitraum spielen soll. Und da macht das natürlich Sinn, dass man sich da einigt, was für eine Figur man da entwickelt. Eben anders, als wenn man einfach ein Drehbuch geschickt bekommt, bei dem es einfach so eine einmalige Geschichte ist, was weiß ich, wie ein Tatort, und man spielt die und die Figur, dann ist es auf 90 Minuten begrenzt. Aber hier, wie gesagt, sind es ja im Jahr 8 Folgen, 60 Minuten, und da ist es schon wichtig, dass man auch on the same page ist, wie man im Englischen sagt. Du hast tolle Frauen an deiner Seite, die hier auch schon zu Gast waren. Stefanie Stumpf, Yin Wang und da fehlt noch eine, ne? Und Sidonie von Krosigk, die die Pathologin spielt. Dr. Luisa Geiger. Sidonie, eine sehr, sehr von mir geschätzte Kollegin, mit der ich auch schon vor vielen, vielen Jahren gedreht habe. Da war sie wirklich noch ein kleines Mädchen. Das war noch, bevor sie Bibi Blocksberg gespielt hat. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt im Team von der Alte dabei ist. Und die neue Kollegin von deiner Figur, Annabelle Lorenz, gespielt eben von Stefanie Stumpf, ist ja nicht nur neugierig auf das Lösen des Falles, sondern auch auf das Privatleben deiner Figur. Das ist natürlich so ein bisschen die Hauptaufgabe von ihr in der ersten Folge gefühlt. Und dann kommt noch das Thema Duzen oder Siezen. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, das in den Fokus zu nehmen? Der Jan-Gregor Kremp war ja mit der Stefanie Stumpf zusammen auf einer, also der Richard Voss war mit der Annabelle Lorenz auf einer Du-Ebene. Und das wäre jetzt ein bisschen befremdlich gewesen, wenn da ein neuer Kommissar kommt und die sofort irgendwie so, oh, wollen wir nicht du sagen. Beziehungsweise ich fand das ganz gut, wenn der mit so einer bisschen hanseatischen Zurückhaltung, er kommt ja aus Hamburg, dann eben mit einer hanseatischen Zurückhaltung da nach München kommt. Und er ist auch gar nicht so bereit, so wahnsinnig viel erstmal von sich preiszugeben. Weil Kasper Bergmann geht's immer mehr um die Arbeit, weniger um das Persönliche. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, zum Ende wird es natürlich sehr dramatisch in der ersten Folge. Und ich habe den Eindruck, dass der Alte schon auch mal ein Leben fast riskieren würde von einer Kollegin, oder? Sagen wir mal so, er ist bereit, da wirklich andere Wege zu gehen, wenn es zum Ziel führt. Und das Ziel ist natürlich für ihn eindeutig, diesen Fall zu klären, aufzuklären. Aber wenn das jetzt so rübergekommen ist, dass er da quasi ihre Gesundheit oder sogar ihren Tod in Kauf zu nehmen, dann, also ich glaube, das konnte er relativ gut einschätzen, dass ich will jetzt nicht sagen, was, weil die Zuschauer sollen ja sehen, was da passiert, aber er konnte, glaube ich, die Situation relativ gut einschätzen. Also, dass die Kollegin da nicht in Gefahr ist, das hat er schon so einschätzen können. Und jetzt mit dieser neuen Verpflichtung bei der Alte, bleibt da noch Zeit für Hobbys, wie zum Beispiel Rennfahren? Rennfahren tue ich schon lange nicht mehr. Ich fahre sehr gerne Auto. Und ich mag auch gerne schnell Auto fahren. Aber das darf man ja sowieso weitestgehend gar nicht mehr.
deswegen, jetzt wird immer über das Tempolimit gesprochen, aber weitestgehend haben wir ja schon überall Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn. Aber jetzt wirklich Rennen auf einer Rennstrecke, das ist schon lange her, dass ich das gemacht habe. Könnte ich aber, denn wir drehen de facto ungefähr ein halbes Jahr diese 8 Folgen, die wir jedes Jahr drehen, nehmen ungefähr vom Drehzeitraum her 6 Monate ein und dann bleibt immer noch ein ganzes halbes Jahr. Natürlich nicht an einem Stück, sondern immer so dazwischen 4 bis 6 Wochen, manchmal auch ein bisschen längere Pause. Gut, dass da noch Zeit bleibt, zum Beispiel für Marie Brandt, denn dort spielst du ja den Polizeichef Dr. Gustav Engler und das bereits seit 2008. Nicht in jeder Episode. Und das muss man mal sehen, ob ich dann noch dabei bin und wie oft ich noch dabei bin. Und hast du da jetzt mit dem Alten neu auf der Liste schon eine Entscheidung getroffen? Das ist eine Entscheidung, die ich vor allen Dingen nicht treffe, sondern die natürlich das ZDF, der Auftraggeber, trifft. Kann es sein, dass 1996 dein Durchbruchsjahr war? Du wirst das sicher erläutern gleich. Was war denn 1996? Was habe ich denn da gemacht? 1996 kam Charlies Tante im Fernsehen. Da hast du die Hauptrolle gespielt. Und auch beim Kinoerfolg Das Supervibe hattest du eine große Rolle. Aha, okay. Ja, ja gut, das war ein bisschen Zufall, ne? Also beide Sönke Wortmann-Filme. Dann haben wir Das Supervibe wahrscheinlich am Anfang und dann kam eben diese German Classics, die Bernd Eichinger ganz Leben gerufen hat. Das ist mir gar nicht so bewusst, dass das beides 1996 war. Aber es war ja, das hat beides großen Spaß gemacht, ne? Welches Jahr würdest du denn als das Durchbruchsjahr deiner Karriere bezeichnen? Na, sagen wir mal so, also das wirklich entscheidende Jahr war, ich glaube, 1990 müsste das gewesen sein. Also korrigiere mich da bitte, wenn ich da falsch liege. Aber also als Allein unter Frauen in die Kinos kam und tatsächlich völlig überraschenderweise ein wahnsinniger Erfolg gewesen ist. Und da wurde meine Karriere tatsächlich dann gezündet. Um es mal so zu sagen, ja. Als klar war, dass du der neue Alte bist, habe ich mit einem sehr guten Freund drüber gesprochen. Und er hat gesagt, zeig mir mal ein Bild von dem. Und ich habe ein Bild von dir geschickt und er hat gesagt, ist der alt genug, um der Alte zu sein? Und da gebe ich ihm fast recht. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Aber ich bin tatsächlich 8 Jahre älter jetzt, 8,5 Jahre älter als Jan Gregor, mein Vorgänger, gewesen ist, als er den Alten angetreten hat, den Dienst als Alten. Also ich bin, de facto bin ich überhaupt nur 1,5 Jahre jünger als Jan Gregor, der jetzt gerade 60 geworden ist. Also mit 58 kann man schon den Alten spielen. Wie steht's um die Action? Ne, also ist, beim Alten ist die jetzt völlig weg oder hast du gesagt, nee, ich bin am Start, schreib mir was Schönes? Ich mache die wahnsinnig gerne. Ich renne wahnsinnig gerne. Der Kaspar Bergmann ist auch jemand, der viel läuft, also geht, der spazieren geht, der viel zu Fuß unterwegs ist. Aber es gibt auch gleich im ersten Teil gibt's ja eine Verfolgungsjagd. Das hat mir großen Spaß gemacht. Also das über einen Zaun springen, das Rennen, das hält sich so in Grenzen, weil wenn man es dann 30, 40 Mal macht, immer in verschiedenen Kameraeinstellungen, dann verflucht man es dann auch irgendwann am Ende und sagt irgendwie so, ach bitte, jetzt, das muss doch reichen. Muss ich jetzt nochmal hier voll 250 Meter durchsprinten, weil dann ist irgendwann auch die Kraft weg. Aber ich glaube, das wäre mir vor 30 Jahren genauso gegangen. Der Alte läuft freitags 20.15 Uhr im ZDF und natürlich gibt es auch in der ZDF-Mediathek und neu in der männlichen Hauptrolle als Kaspar Bergmann. Und ich freue mich, dass er heute in der Web-Talkshow zu Gast war. Thomas Heinze, vielen Dank für deine Zeit. Thanks for having me, wie man im Englischen sagt. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn ihr jetzt denkt,
Nico, der Alte ist nicht so meins. Schaut mal rein, denn wenn ein neuer Hauptdarsteller kommt oder eine neue Hauptdarstellerin, dann lässt man sich eine ganze Menge einfallen, weil man will natürlich auch neue Leute dafür begeistern. Deswegen schaut's. Schaut rein, vielleicht hat das ZDF es geschafft, euch zu begeistern, aber das findet ihr nur heraus, wenn ihr reinschaut. Wir sehen uns morgen, wie jeden Tag zur Web Talkshow. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Thomas Heinze. Bis dann. Hallo Leute, also am 24. März geht meine erste Folge von Der Alte an den Start und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mit dabei seid und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn es euch Spaß macht und ihr dann jede Woche wieder einschaltet. Also bis dahin alles Gute und vielleicht sehen wir uns dann eben in eurem Wohnzimmer.